Leute, ich bin Sina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagieren wir mal wieder zusammen auf Shorts. Aber bevor wir dazu kommen, kommt erstmal unsere allerliebste Liebe-Grüße-Runde. Und damit gehen ganz liebe Grüße an MC Nenebim, Maxwell123, Roro, Nicole M und Jolly Jim. Hi an euch. Und nun kommen wir zu unseren Shorts. Teuer durch neue Personalausweise, Führerschein, Bankkarten, alles zu machen. Digga, kann man vorher fickt leben, was soll ich euch sagen? Also gebt Geldbeutel ab, wenn ihr sie findet. Luca. Ich zensiere seine Augen, weil sonst kriege ich noch eine Anzeige von ich ihm. Ich hab deinen Pass, Führerschein. Und ein Bild von einem Snack. Ich meine, ich kann dir das auch als Post schicken. Aber ich mache das Video, damit du in der Zwischenzeit nicht einen neuen Pass und so machst, weil... Ich will den nicht. Ich habe schon ein paar Lukas angeschrieben. I'm so sorry. Meine Passworte sind auch so ehrenlos. Vielleicht behalte ich das. Ist das deine Mama? Natürlich behalte. Und ich will Luca. Und bis ich Luca diesen Geldbeutel zurückschicke, mache ich mir einen schönen Abend mit ihr. Sorry, falls es deine Mama ist. Mist. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das so richtig korrekt ist, dass sie ein Video drüber gemacht hat. Achtung, dieser fleischfressende Wurm breitet sich aktuell in Deutschland aus und wenn du ihn siehst, solltest du ihn anfassen. Man weiß es nicht genau, aber 2021 wurde der Plattform Obama nun in Deutschland nachgewiesen, vermutlich eingeschleppt durch Pflanzenimporte aus Südamerika. Eine Studie ergab, dass der 8 cm lange Wurm bereits in allen Teilen Frankreichs lebt und pro Garten bis zu 100 Exemplare gefunden wurden. Das Problem? Er frisst Fleisch, genauer gesagt Regenwürmer und Schnecken. Dazu kann sich Obama Nungara eigenständig fortpflanzen und vermehrt sich so extrem schnell, dass er die heimische Bodenfauna verdrängt. Wenn du also einen siehst, wird empfohlen, ihn entweder in Seifenwasser zu legen oder ihn auf andere Weise zur Strecke zu bringen. Gefährlich oder giftig ist er aber nicht. Oh, das sieht ja richtig unangenehm aus. Also so Regenwürmer und so, kein Problem. Juckt mich gar nicht. Schnecken finde ich auch süß. Und aber dieser Wurm, das sieht... Und vor allem, der ist ein richtiger Schädling, so ein richtiger Parasit. Fußballer versus Handwerker in der Notaufnahme. Ah, ich brauche einen Arzt, schnell. Ich verblute. Oh, sie haben aber starkes Nasenbluten. Haben sie sich irgendwie geschlagen oder so? Nein, der Gegenspieler hat mir einen Ball ins Gesicht geschossen. Und jetzt habe ich Angst zu verbluten. Mark unter naja, gebrochen sieht es nicht aus. Tut das weh, wenn ich da drücke? Ah, Schiri, faul, ah. Oh Gott. Das gibt den gelben Karton. Noch so ein Ding und du fliegst aus dem Krankenhaus. Ey, Schiri, das war eine Schwalbe. Ja, ich meine, wir sind hier im Krankenhaus und nicht auf dem Bolzplatz. Grüezi, guten Tag. Ich müsste mal einen Chirurgen sehen. Mir ist da irgendwie was abhanden gekommen. Meine Güte, was haben Sie denn gemacht? Ihnen fehlt ja ein ganzer Arm. Ja, ach, wissen Sie, das ist gar nicht so schlimm. Ich habe die Tüte dabei, da ist der Arm drin. Was? Da in der Tüte? Was haben Sie denn gemacht? Ja, wissen Sie, wir waren auf der Baustelle. Da ist der Kollege mit dem Baulader einmal quer über den Arm gefahren. Und da ist der irgendwie so ein bisschen zumindest abgerissen. Aber ich habe den Arm dabei. Können Sie mal halten? Entschuldigung, was genau versuchen Sie? Sie da? Hm? Nee, ich vermess das schon mal. Da können wir eine 14er Platte draufschrauben, ein bisschen Bauschaum drumrum und dann den Arm wieder dran nähen. Alter. Aber ich stelle mir das auch so vor. Wie Beziehungen in der Grundschule waren. Hi, Lena. Boah, dieses Eis, welches er ist. Ich hasse das. Willst du mit mir zusammen sein? Ich finde dein Fidget Spinner cool. Oh, wo kann ich ankreuzen? Hier. Ja, nein, vielleicht. Ja, möchte ich. Oh okay, Gott. Dann renne ich jetzt wieder weg. Wir werden heiraten. Du, Lena? Ja, Ehemann? Wir haben zwar noch nie was gemacht, aber ich mach Schluss. Ich will Fußballprofi werden und hab keine Zeit für Frauen. Du bist so ein Arsch, genauso wie die anderen aus der 1A. Weißt noch, ich hatte keine Beziehung in der Grundschule. Warum auch, ich weiß nicht. Aber ich kannte wirklich viele, die so eine Beziehung geführt haben. Und das war legit so. Das ist einfach so auf den Punkt gebracht. Ich verstehe Grundschulbeziehungen nicht wirklich. Kinder sind richtig schlimm. Okay, wir schauen weiter. Alena, was geht? Die Geschwister. Was ist? Nix. Wollte einfach nur in dein Zimmer kommen. Das ist nicht bei meinen Geschwistern so, sondern bei meiner Mom. Also wirklich, sie kommt in ein Zimmer rein, lässt die Tür offen. Sie kommt nicht mal ohne zu klopfen, einfach so rein. So, Lina, ich so, Digga, ich keine Ahnung. Ich schreibe gerade, und telefoniere gerade mit jemandem. Sie redet einfach drauf, wenn ich mit jemandem telefoniere. Das juckt sie nicht, dass ich telefoniere. Was macht sie noch so? Ja, damals, als ich geschlafen habe, so Wochenende, du willst ausschlafen, keine Ahnung. Kommt sie einfach mit einem Staubsauger und staubsaugt genau neben deiner Tür, dass man alles hört. Vor allem unsere Wände waren legit so dünn aus Karton, keine Ahnung. New Yorker, Wohnung mäßig schon. Hat sie nie gejuckt. Hi. Hi, was kann ich für dich tun? Ich will auch Tattoos haben. Was soll's denn werden? Also ich habe da was gezeichnet, als ich in der Psychiatrie war. Das symbolisiert halt, dass ich, egal was ich schaffe, schon mehr geschafft habe. Mir auch speziell die Stelle ausgesucht, damit ich in schwierigen Situationen immer dahin fassen kann. Okay, krass. Ich hätte in 3 Monaten was frei. Geht es vielleicht ein bisschen später, einfach damit ich mir noch mehr Gedanken...
Gedanken drüber machen kann, weil es bleibt ja für immer. Okay, dann chat in einem halben Jahr was. Perfekt, dankeschön. Bis in 6 Monaten. Ciao. Okay, wir sehen uns dann. Hi. Moin, was kann ich für dich tun? Ich hätte gerne Sonnenblume. Okay, und warum? Ich mag Sonnenblumen. Okay, wo soll's hin? Arm oder Bein, weil der überrascht mich. Na gut, ich habe übermorgen was frei. Passt, okay, super, danke. Aber es ist echt so. Also ich habe keine Tattoos. Ich will welche haben. Ich mache mir auch irgendwie Gedanken. Ich bin gerade wie bei diesem ersten Tattoo, ne? Ich wollte mir immer eine Schlange tätowieren lassen, weil mein Sternzeichen und so. Dann haben sich auf einmal alle Mädchen so Schlangen tätowieren lassen. Auf dem Rücken, auf die Beine, auf Arme. Keine Ahnung. Vor allem immer dieses Schlangentattoo auf dem Rücken oder hier am Brustbereich. Boah, jetzt habe ich so gar keinen Bock mehr, eine Schlange tätowieren zu lassen. Oder so Drachen. Digga, alle haben jetzt diese Drachen. Ich hab Scheiße gebaut. Heute in der Schule haben 2 Freunde und ich im Unterricht heimlich Pizza bestellt. Als wir die Nachricht bekamen, dass die Unterricht. Pizza da ist, war unsere Ausrede. Wir haben gesagt, wir gehen auf Toilette, Digga, wir gehen zu dritt raus. Der Lieferant war aber noch nicht da. Digga, wir warten seit 5 Minuten. Langsam können wir nicht mehr auf Toilette sein. Digga, ich hab bei dem eine 1-. Die baut sich jetzt ab zu einer 2+. Bis dann. Dankeschön. Geil. Ciao. Wir haben seit 20 Minuten gewartet. Gehen jetzt mit der Pizza aber rein. Die kriegen so eine fette Ansage. Wie sollten wir das unserem Lehrer erklären? Naja. So. Haben wir auf Toilette gefunden. Ja. Folgt mir, wenn ich eure Pizza bezahlen soll. Haben die nicht gemacht. Als ob. Die haben dann legit Ärger bekommen. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. 20 Minuten waren die draußen auf Klo. Dann kommen die mit Pizzakartons rein. Nee, also wirklich. Also bei uns wurde das in Klasse wirklich nicht abgezogen, sowas. Schau mir mal, ob du ein Angsthase bist. Denn ja, davor bin ich. Haben die meisten Menschen Wovor? Angst. Und wenn eine Spinne bei dir zu Hause nicht erlaubt ist, dann lass mal ein Abo da. Let's go. Ich hab Angst vor Spinnen. Höhenangst. Wenn du davor Angst hast, dann guck, dass du eine Wohnung im Erdgeschoss bekommst. Denn persönlich habe ich keine Angst davor. Ich denke, ich habe bei den Affen was abgeguckt. Im tiefen Meer. Wir Menschen sind wirklich kleiner und im Gegensatz zu was alles da rumschwimmt. Probier mal mehr zu boxen. Mhm. Da hast du deine Antwort. Feierabend. Insekten, wir werden persönlich nie Freunde. Erstens, du kommst einfach in meine Wohnung rein und lebst da, ohne Miete zu bezahlen. Und zweitens, du landest einfach random auf meinem Chat. Ja, das finde ich eklig. Ein Tsunami, wo das Wasser rasant wieder ins Meer zurückfließt, mit einer riesigen Welle wieder aufs Land draufballert und das Einzige, was hilft, ist Rennen. Und ich denke, meine schwarze Gene könnten mir nicht mal dabei helfen. Aber tatsächlich haben die meisten Menschen Angst davor, dass alles teurer wird. Muss ich ehrlich sagen, davor habe ich auch Angst. Das ist nachvollziehbar. Ich kann mir bald nichts mehr leisten. Und? Wovor hast du am meisten Angst? Also, ich glaube, am meisten Angst habe ich wirklich für tiefem Wasser. Aber das mit dem teurer werden ist so nachvollziehbar. Jetzt, weil man im Schwimmbad ist. Probier's erst gar nicht, du kleiner Pisser. Achso, vom Becken raus. Raus aus dem Wasser und zwar schnurstracks schnell jetzt. Hört auf, mit dem Ball zu spielen, ihr beiden Harzer. Aber ihr beiden Vollpfosten da unten spreche Spanisch. Es sind keine Luftmatratzen im Becken erlaubt. Raus damit. Alter, wirklich nur voll Idioten, ihr Fotos gibt ein Badeverbot für den Herr in der blauen Badehose. Ich kann mich nicht erinnern, warum man nicht vom Beckenrand springen durfte. Ich habe es einfach nie gemacht, weil ich wusste, man darf es nicht machen. Aber ich weiß nicht, warum. Okay, ist auch unwichtig. Das letzte Mal, dass ich in einem Schwimmbad oder Freibad war, ist vor Ewigkeiten. Ich glaube, vor 7 Jahren oder so. So viel von diesen Lebensmitteln müsstet ihr essen, um betrunken Alkohol zu werden. Lebensmittel. Dass Alkohol in Getränken enthalten sein kann, ist ja ziemlich bekannt. Aber wusstet ihr, dass Alkohol auch in vielen Lebensmitteln steckt, von denen man das gar nicht erwartet? Halt wie beispielsweise Fertigsuppen, Soßen oder Milchbrötchen. Selbst Kinderpingui enthalten 0,075 Gramm Alkohol. Das ist halt nicht so wenig. Super viel, aber wenn man davon jetzt 266 Stück essen würde, hätte man im Grunde den gleichen Rauscheffekt wie nach einem halben Liter Weizenbier. Vorausgesetzt natürlich, man schafft es überhaupt, so viele zu essen. Vollreife Bananen enthalten bis zu 0,48 Gramm Alkohol. Das bedeutet, nach nur 25 Bananen spürt man die gleichen Effekte wie nach einem 0,3er Bier mit 5% Alkohol. Stellt sich noch die alles entscheidende Frage, wie viele Schnapspralinen man denn an Weihnachten essen müsste, um betrunken zu werden. Das kann tatsächlich schnell gehen. Ein Moncherie enthält zum Beispiel 0,83 Gramm Alkohol. Nach ca. 14 Stück hat man als 70 Kilogramm schwerer Mann einen Alkoholpegel von 0,17 Promille und nach 28 Stück sollte man das Auto auf jeden Fall besser stehen lassen, da hat man 0,34 Promille Alkohol. Niemals. Also ich habe jemanden in der Familie, dieser Dude, der ist einfach legit, also was ich so gehört habe, der konnte so eine Pralinenpackung nehmen und einfach alle aufessen. Und dem könnte ich sowas zutrauen. Also so eine ganz normale Person,
jemand anderes, wer isst schon 24 Stück Mancherie oder so, oder waren es 14? Irgendwie habe ich jetzt das Bedürfnis, das auszuprobieren, das alles aufzuessen und dann zu schauen, ob ich wirklich alkoholisiert bin. Also wenn das sagen muss, ja irgendwie sein. Du hast immer so Tier-Stories. Ja, stimmt. Ja, du hast ganz weirde Verhältnisse zu Tieren. Haiwan-Stories. Haiwan? Haiwan. Haiwan. Das heißt Tier. Ich muss mich manchmal ein bisschen educate mit Sprachen, die ich selber nicht richtig ausspreche. Ah, das ist nämlich was für eine Sprache? Türkisch, glaube ich. Du weißt nicht mal, welche Sprache. Das ist wirklich so der Halbwissen-Podcast. Ich bin in einem Jugendzentrum groß geworden. Und da ging es oft um Tiere? Das ist doch keine Begründung. Nein, die haben Haiwan gesagt, wenn man halt so voll... Ja, vielleicht heißt es Hurensohn. Du weißt doch gar nicht, was es heißt, wenn die das oft zu dir gesagt haben. Ich weiß auch nicht, was das heißt. Kennt jemand von euch dieses Wort? Schreibt es in die Kommentare. Wenn es was richtig Schlimmes ist, schreibt einfach, es ist was Schlimmes, Lina. Macht ihr Klobrille hoch, wenn ihr im Stehen pinkelt? Ich mach die immer hoch. Ich find's total eklig, dass das so rumspritzt. Und auch super unhygienisch, weil ich da später draufsetzen muss. Ah! Gott! Okay, wir schauen weiter. Ich bin fertig. Alter Noah, spinnst du? Was hast denn du da jetzt gemacht? Hä, hey, wieso? Sie haben doch gesagt, wir sollen den Krankenwagen malen. Ja, aber guck mal, was du gemalt hast, hallo? Ja, hier an den Krankenwagen. Da oben sind die Lichter, da sind die Fenster, hier sind die Räder. Wo ist das Problem? Du, mein Fehler. Sehr gut gemacht. Danke. Oh Mann. Gott, ich finde das so niedlich. Der hat das unabsichtlich gemacht. Michael ist schon wieder krank. Nee. Den Arzt überprüfe ich. Hier muss er sein. Hallo, hallo, Ihre Bestellung bitte. Ich möchte zu Dr. Sapp. Ach so, Dr. Sapp ist aber nicht da. Dr. Ray ist da. Dr. Ray? Ja, ist sein Bruder. Aber sind beide gleich. Okay, dann zu ihm. Hallo, hi, treffe ich ins Schwarze, gibt's eine Woche Urlaub für Sie. Hä? Passen Sie auf. Ach, voll ins Schwarze. Glückwunsch. Geben Sie mal her. Ich bin irgendwie verwirrt. Hey, was soll denn das? Ha, mitten ins Schwarze. Das gibt eine Anzeige. Ich bekomme Essiggürkchen drauf. Micha, ab in die Schule. Aber ich bin krank. Sofort. Mann, vergessen Sie es. Tüdelü. Tüdelü. Irgendwie wurde mir nie geglaubt, dass ich krank bin. Sehe ich so gesund aus. Beste Minecraft-Spielzeug, damit ihr es nicht tun müsst. Ich habe diese Minecraft-Nether-Portal-Schatzsuche gesehen und musste es einfach mitnehmen. Und man soll die sogar echtes Gold finden können, dann holen wir ja die 18 Euro, die es gekostet hat, easy wieder raus. Okay, also zuerst müssen wir das Portal aufmachen. Hier ist einfach alles voller so lila Schleim. What the fuck? Wir müssen mit diesem Schwert alles aus dem Schleim befreien. Hier ist die Schatzsuche, da kann jetzt echtes Gold drin sein. Das ist Schleim probiert. Netherstar, der ist auch selten. Halte Ausschau nach diesem seltenen Schatz. Hat sich später herausgestellt, dass er immer dabei ist, also nichts selten. Ich frage mich, ob man das essen kann. Soll ich das mal probieren? Wir brauchen jetzt diesen Crafting-Table. Okay, die Herzen kommen in die Figuren. Cool. Aber das war es halt auch schon. Ja, dafür plus 10 Minuten Schatzsuche halt 18 Euro. Folgt mir, wenn ihr eine 37 Euro Minecraft-Schatzsuche sehen wollt. Boah, Paluten, weiß ich noch, hat es auch mal probieren wollen. Das sieht echt aus wie so Gelee. So dieses, ihr wisst schon, diese Götterspeise. Was würde passieren, wenn ich mit einem Gewehr in den Himmel schieße? Fliegt die Kugel in den Weltraum oder könnte sie beim Runterfallen sogar gefährlich sein? Es gibt etwas, das nennt sich Fluchtgeschwindigkeit. Stimmt, die Anfangsgeschwindigkeit, die ein Körper haben muss, um ein Gravitationsfeld zu verlassen. Auf der Erde sind das 40.320 km/h. Die Mündungsgeschwindigkeit eines Gewehrs liegt aber nur bei 3000 km/h. Was passiert? Klar, die Kugel dreht schon nach wenigen Kilometern um und fliegt wieder zu Boden. Wären wir nun im Vakuum, würde unser Projektil beim Runterfallen genauso schnell werden, wie es abgefeuert wurde. Durch den Luftwiderstand erreicht sie allerdings nur ein Zehntel dieser Anfangsgeschwindigkeit bei nur einem Hundertstel der kinetischen Energie. Damit könnte sie eventuell deine Haut durchdringen, sterben, ist aber unwahrscheinlich. Oh, okay. Also es ist trotzdem gefährlich, verstehe ich. Okay. Eigentlich, wieso habe ich was anderes erwartet? Like, das macht Sinn. So ein bisschen habe ich schon in Physik aufgepasst. Also ich habe einiges verstanden sogar. Steuern gibt es schon seit 3000 vor Christus. Damals war Instagram noch SchülerVZ. Eine der ersten Steuern war der Nilzoll. Bauern mussten Abgaben zahlen, wenn der Nil besonders hoch stand. Aber warum? Sehr gute Frage, kleiner hässlicher Junge. Umso höher der Nil, desto mehr fruchtbaren Schlamm trug er auf die Felder. Das resultierte in besseren Ernten und das wollte sich der Staat bezahlen lassen. Eine der kuriosesten Steuern war die Bartsteuer. Peter der Große hasste Bärte und deswegen hatte alle, die so einen mächtigen Vollbart trugen, zahlen lassen. Na, da hättest du ja gar nichts zahlen müssen. Schnauze. Der aber Bartsteuer. Okay. So Leute, ich würde sagen, damit beende ich das Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es so ist, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und sonst würde ich sagen, habt eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.